Prime Sessions Butt and Legs. Heute mit Alban und mit mir Nils. Ja, wir werden heute nochmal richtig gut die Beinmuskulatur stärken, Gesäßmuskulatur. Warum müssen wir das überhaupt machen, Alban? Ja, wir wollen im Alltag gut aufstehen können beispielsweise oder Treppen steigen. Und was natürlich auch ein Vorteil ist von dem Beintraining, ist natürlich die schöne Form. Ja, das ist ganz klar. Dann würde ich sagen. Ja, exakt. Was brauchen wir dafür? Was benötigen wir dafür? Einmal einen Stab. Jawohl. Dann ein Yoga-Block oder alternativ ein Kissen. Dann wird noch einmal ein Kasten benötigt oder zu Hause ein Stuhl. Dann würde ich sagen, Nils, geben wir Gas. Auf geht's, wir starten durch. Wir kommen zur ersten Übung. Das ist einmal die Überkopfkniebeuge. Ihr stellt euch erstmal Hüft- bis Schulterbreit hin. Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Brust ebenfalls wieder rausstrecken. Arme nach oben ausstrecken. Und wir gehen jetzt einmal runter in die Kniebeuge. Darauf solltet ihr achten, dass die Hüfte als erstes leicht nach hinten geht. Beliebter Fehler wäre, sofort die Knie nach vorne zu schieben. Das wollen wir hier nicht. Super. Achtet auch darauf, oben tief einatmen. Beim Runtergehen soll der Bauch fest sein. Und dann wieder nach oben drücken. Man kann das Ganze jetzt auch nochmal zum Erlernen. Stellt euch etwas weiter weg vom Stuhl. Ja, macht hier wieder die gleiche Übung. Und hier solltet ihr ganz weit mal mit dem Po nach hinten gehen, dass ihr den Stuhl leicht berührt und richtet euch dann wieder auf. Ihr habt jetzt nochmal 20 Sekunden vor euch. Jawohl. Das sieht wirklich gut aus. Beliebtester Fehler ist, dass man einmal nach vorne fällt. Achtet auf die Streckung, Schulter schön nach hinten ziehen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Wir kommen direkt zur nächsten Übung. Das ist einmal Kreuzheben mit Stab. Der Stab soll einmal den Kopf hinten berühren, Brustwirbelsäule und Gesäßmuskel. Achtet hier auch wieder auf eine Streckung. Diesmal schieben wir einmal die Hüfte ganz weit nach hinten. Die Beine sind nur ganz leicht angewinkelt. Ja, das heißt, Ziel ist es, mit dem Po weit nach hinten zu bekommen. Und jetzt richten wir uns wieder auf, Po nach vorne schieben, Gesäß soll angespannt sein. Ja, also es ist also nichts anderes als eine Hüftbeugung und Streckung. Jawohl. Wir legen los, ab jetzt eine Minute. Der Stock hilft uns, diese Übung richtig auszuführen. Ja, das bedeutet, viele runden ja auch mal ein. Alban, zeig uns das mal kurz vor. Ja, das heißt, der Stock berührt jetzt den Kopf nicht mehr, den Po nicht mehr. Da wisst ihr, ah, okay, da ist ein kleiner Fehler. Jetzt möchte ich wieder, dass du alle drei Punkte berührst. Jawohl. Und zeig uns das nochmal richtig vor. Sehr schön. Was könnte jetzt noch eine Fehlerquelle sein? Ja, die Knie könnten hier ebenfalls wieder nach innen fallen. Die wollen wir außen halten. Ja, ein kleiner Tipp mal von mir ist, die Füße in den Boden reinschrauben. Das heißt, Fersen gehen nach innen, Fußspitze nach außen. Dadurch haben wir nochmal eine bessere Aktivierung in der Gesäßmuskulatur. Wir haben jetzt nochmal 15 Sekunden vor uns. Ja, Alban, sieht wirklich sehr gut aus. Alle drei Punkte berührst du. Und jetzt die letzten 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Jetzt als nächstes Einbeinkreuzheben. Das ist nochmal ein bisschen schwerer. Und zwar stellt euch wieder gerade hin, Brust wieder raus, Schulter nach hinten. Und jetzt wandert mal ein Bein nach hinten. Und wir bleiben übrigens auch die ganze Zeit bei dem gleichen Bein. Der Stock befindet sich nah am Oberschenkel, also wirklich sehr, sehr nah, soll sogar das Bein berühren. Und wir legen los. 5, 4, 3, 2, 1 und auf geht's. Ja, hier möchte ich auf jeden Fall, dass du das Bein komplett hinten ausstreckst. Die Fußspitze ist hier rangezogen. Jawohl. Und nochmal, Alban. Achtet hier wieder schön auf die Streckung. Ja, ein weiterer beliebter Fehler ist jetzt, wenn die Fußspitze nach außen wandert. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Fußspitze zum Boden zeigt. Und wir richten uns wieder auf. Sehr gut. 30 Sekunden habt ihr nochmal vor euch. Drückt den Stab wirklich an das Bein ran. Dadurch habt ihr nochmal eine bessere Aktivierung im Latissimus, also im großen Rückenmuskel. Und jetzt nochmal 20 Sekunden, Alban. Ich muss sagen, Gleichgewicht auch nochmal ordentlich gefordert. Ja. Ah, du hast jetzt ja auch gerade Laufschuhe an. Das macht das Ganze nochmal etwas schwerer. Ihr zu Hause könnt das auch mal barfuß machen. Da klappt das schon mal ein bisschen besser. 3, 2, 1 und absetzen. So, Alban, jetzt haben wir nochmal die andere Seite.
Soll ich es auch nochmal vorzeigen? Gerne, wenn du magst. Oh, du bist auch schon ordentlich am Schwitzen. Ja, ich muss anstrengende sagen, Session. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende Session. Deswegen komme ich auch hier so ein bisschen ins Schwitzen. Es wird dir mit Sicherheit gleich auch so gehen. Ja. Wie sieht's aus, Alban? Passt das so? Du könntest die linke Fußspitze nochmal so ein bisschen mehr reindrehen. Okay. Hinten in der Position. Jawohl, das sieht doch viel besser aus. Oberkörper ist auch schön gerade. Blick geht immer runter. Und jetzt ist Bein nochmal ein bisschen höher hinten in der Endposition. Das kriege ich auch noch hin. Jawohl. Oh, da spürt man auch sehr gut die Dehnung hinten in der Beinmuskulatur. Ja, absolut. Ja, es ist ganz schön wackelig. Deswegen, ihr müsst auch nicht zwingend so weit nach vorne gehen wie der Nils und ich. Fangt vielleicht auch ein bisschen leichter an, indem ihr nur leicht mit dem Oberkörper nach vorne geht. Stopp, das reicht schon. Und wieder zurück, ja, wenn ihr so ein bisschen Probleme mit der Stabilität habt. Ja, für Fortgeschrittene dann gerne diese Variante. Und wer ganz fortgeschritten ist, kann da auch nochmal Zusatzgewicht mit dazu nehmen. Ja, Nils, hast es gleich geschafft. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Wunderbar. So, jetzt bin ich auch schon gut warm. Ich bin auch schon bereit. Machst du noch mal einen? Ich mach noch mal einen. Jawohl. Und dann wechseln wir noch. Dann wechseln wir noch mal. Das ist doch mal eine gute Idee. Zeig uns das doch mal vor. Wir stellen uns jetzt auf ein Bein, auf den Stuhl und drücken uns jetzt mit der Beinmuskulatur, mit dem Quadrizeps nach oben. Knie wird angehoben. Und jetzt gehen wir wieder runter. Hier ist wichtig, langsam absetzen. Ja? Das heißt, nicht fallen lassen. Und wir drücken uns erneut wieder hoch. Wir starten durch. Auf geht's. Das Ganze machen wir wieder für eine Minute. Super. Ja, man sieht es jetzt hier beim Alban richtig gut. Der geht ganz langsam runter. Das macht das Ganze nochmal viel anstrengender für den Quadrizeps. Jawohl. Für die vordere Beinmuskulatur. So. Jawohl. Man kann das Ganze nochmal auch etwas intensiver machen, indem man leicht den Boden berührt und direkt wieder hochgeht. Auch ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr im Oberkörper gestreckt seid, Schultern nach hinten ziehen, Brust raus. Jawohl, aufrecht den Oberkörper halten. Auch noch ein weiterer Tipp von mir, wenn ihr immer noch reinfallt, nehmt die Arme mal nach oben, ja, dass sie zur Decke zeigen. Jawohl. Dadurch könnt ihr noch meine Oberkörper einfacher aufrecht halten und trainiert auch noch mal die Schultermuskulatur noch mal leicht mit. 3, 2, 1 und absetzen. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, genau, jetzt kommt das andere Bein. 20 Sekunden. Ich nehme jetzt schon mal direkt die Arme mit nach oben. Jawohl. Und drücke mich einmal hoch. Ja, jetzt bin ich gerade selber mit dabei und wir sollten auch mal darauf achten, dass das Kniegelenk hier wieder leicht nach außen zeigt. So, jetzt geht's los. Und go. Ja, genau, nimm das Knie schön mit hoch. Langsame Bewegung nach unten. Ja, und achtet hier auch nochmal drauf. Die Ferse beim Nils, die ist auf der Erhöhung drauf. Jawohl, Nils macht natürlich auch direkt die schwere Variante. Ja, merkst du es im Oberschenkel? Oh, sehr, sehr stark. Ja, wo merken wir es denn noch aus dem Oberschenkel? Wir sind ja hier bei Butt and Legs. Ja, genau. Und viele denken immer... Jetzt. Ja, hast du recht. Gesäßmuskulatur, aber die spüre ich auch richtig gut. Jawohl. Ja, genau. Je tiefer man runtergeht, desto mehr spürt man den Po. Sehr schön. Ja, führst die Übung auch sehr gut aus. Sehr kontrolliert auch. Mal wieder. Ja, wieder Sonderlob an Nils. Ah, Butt and Legs trainiere ich gerne. Ja, es ist auch tatsächlich für unsere Männer da draußen sehr, sehr wichtig. Gerade wenn ihr mit dem unteren Rücken mal Probleme habt oder sowas. Ja, die Gesäßmuskulatur, die kann dem Ganzen nochmal so ein bisschen entgegenwirken und du darfst absetzen jetzt. Ja, kommen wir zur nächsten Übung. Seitlicher Ausfallschritt. Ja, nehmen wieder den Stab wie bei der ersten Übung über Kopf und gehen dann einmal seitlich rüber. Verlagern das Gewicht quasi komplett. Auch das andere Bein. Nils, das ist ja deine Paradedisziplin. Die hatten wir ja schon mal in einer Session gehabt. Beim Skitraining meine ich. Ja, genau, beim Skitraining. Jawohl. Schön aufrecht. Genau.
Wunderbar. Ja, aufrechte Position. Jetzt, wo spürst du es? Ich spüre es in der Gesäßmuskulatur und in der vorderen Beinmuskulatur. Jawohl. Ebenfalls aber auch noch die Schultern, da ich ganz seit den Stock oben halte. Ja. Dient auch nochmal zur Aufrichtung des Oberkörpers, hatten wir auch schon in der ersten Übung. Ja, der klassische Fehler, den man hier oftmals macht, den kannst du gerne mal bewusst vormachen. Genau. Ja, machen das Ganze gleich nochmal auf der anderen Seite. Da übernehme ich mal. So, dann bin ich mal gespannt, wie das bei dir aussieht. Du, ich auch. So, ich stelle mich mal einmal hier vorne hin. Gut, zeig uns das nochmal vor. Ja, Lampenfieber. Jawohl. Genau. Super. Achte darauf, den Po möglichst weit nach hinten zu bringen, dass ihr auch mit dem Fuß hier noch der Ferse auf dem Boden seid. Sehr gut, es geht auch schon los. Kniegelenk hier zeigt leicht nach außen. Jawohl. Oberkörper wieder schön aufrecht halten. Ich sage immer ganz oft Brust raus. Ja, das ist eigentlich der Klassiker. Genau. Den musst du oft auch im Personal Training einfach erwähnen. Ja, Brust raus, nochmal den Oberkörper aufrichten. Und auch ganz wichtig, bringt die Schultern runter, nicht nach oben. 30 Sekunden Halbzeit. Ja, wie atmet man jetzt hier? Ja, wenn ihr euch abdrückt, das bedeutet genau jetzt, dann atmet ihr aus. Ja, dadurch kann man nochmal eine bessere Spannung im Rumpf haben und doch halten. Letzten 15 Sekunden. Ja, anstrengende Übung. Auf jeden Fall. So. Und 5, 4, 3, 2, 1 und einmal absetzen. Das wird auf jeden Fall Muskelkater geben. Das denke ich auch. Kleine Pause hast du jetzt, Alban. Jawohl. Und zwar, wir kommen jetzt zum lateralen Step-Up. Das bedeutet, wir stellen uns nicht nach vorne, sondern seitlich drauf. Genau. Fuß einmal absetzen, draufsetzen, Brust wieder raus und wir drücken uns einmal seitlich hoch. 5, 4, 3, so, Gleichgewicht. 2, 1 und zack. Genau. Ja. Versuch's mal, ähnlich wie bei der Übung, die wir gerade von vorne hatten, dass du vielleicht jetzt nur mit der Fußspitze runterarbeitest. Okay, das macht das Ganze natürlich nochmal anstrengender. Ja, genau. Und ihr seht, wenn ich mein linkes Knie oben habe, rechte Hand ist oben. Ja, nochmal ein bisschen was Koordinatives. Runter und wieder abdrücken. Jawohl. Genau, Gesäß schiebst du auch hier wieder schön nach hinten, also Hüfte nach hinten schieben. Kompletter Fuß bleibt auf der Erhöhung drauf. Schwierigkeitsstufe, etwas leichter ist es, wenn die Fußspitze nur den Boden berührt. Schwerer wird es natürlich, wenn man mit der Ferse zum Boden geht. Ja, könnt ihr natürlich auch dementsprechend variieren, je nach Erhöhung. Ja, umso höher die Erhöhung, ja, da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Übung eher sauber ausführt. Und 3, 2, 1, Pause. Puh, Alban, jetzt, mal. Jetzt glaub, bist mein, du dran. Mein linkes Bein wird auf jeden Fall ordentlich Power haben. Genau. Was schnell passiert ist, wenn ihr euch abdrückt, kniegelenk kann schnell nach innen fallen. Achtet wieder drauf, außen halten. In 10 Sekunden geht es los. Kurz durchatmen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und auf geht's. So. Sehr schön. Und bei mir sah es gerade ziemlich wackelig auch nochmal aus. Fixiert nochmal mit den Augen fest einen Punkt, dann geht das Ganze wieder besser. Jawohl. Ja, das Ganze auch am besten nochmal barfuß machen, damit es nicht so wackelig wird. So, Alban hat hier gerade wieder Laufschuhe an. Ja, wenn ihr merkt, aber barfuß ist es zu leicht, dann zieht auf jeden Fall mal Laufschuhe an. Das macht das Ganze nochmal schwieriger. Halbzeit. Jawohl. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Versucht euch möglichst auch aus dem Bein nur abzudrücken. Ja? Versucht gar nicht erst mit dem Bein irgendwie zu arbeiten. Genau. Das dient eigentlich nur der Balance. Wenn ihr aber merkt, ihr schafft es nicht mehr, die Beinmuskulatur ist schon so ermüdet, dann dürft ihr euch ganz leicht mit abdrücken. Ja? Und die letzten paar Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen.
Wir gehen jetzt in einen Ausfallschritt nach vorne und nach hinten. Ja, koordinativ auch so ein bisschen anspruchsvoll. Gehst erstmal in den großen Ausfallschritt nach vorne und dann machst du gleichzeitig dann in der Bewegung den Step nach hinten. Ja, ihr seht wunderbar beim Nils wieder der komplette Fuß am Boden, Oberkörper schön aufgerichtet. Könnt gerne die Arme mit dazu nehmen, ist aber kein zwingendes Muss. Dient aber noch mal so ein bisschen der Aufrichtung des Oberkörpers. Wir legen direkt los. Das Ganze kann man natürlich noch mal schwerer machen, indem man zwei Wasserflaschen in die Hand nimmt, genau. Oder zwei Gewichte. Ja. Zusatzgewicht geht auf jeden Fall immer. Wer so ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht jetzt hat, der macht einfach einen Zwischenschritt. Absetzen. Ja, kurz absetzen. Ja, Sauberkeit vor Schnelligkeit. Step nach hinten. Hinteres Knie ist immer schön angewinkelt. Der Klassiker ist eigentlich immer, ich komme gar nicht runter. Ja. Geht natürlich nicht, wenn wir das Knie nicht anwinkeln hinten. Deswegen kannst du es gerne mal bewusst so ausführen. Oder der kleine Ausfallschritt, ja, funktioniert auch nicht so optimal, wenn man die Mobilität nicht hat. Ja, mit Zwischenschritt, perfekt nichts. Du hast noch 15 Sekunden. Ja, merkst du den Po? Ich merke den Po. Ja, bei jeder Übung quasi mit dabei, die wir gemacht haben. Ja, Gesäßmuskulatur unheimlich wichtig. Die letzten 2, 1 und Pause. Kurz durchatmen, sollen wir uns nochmal abwechseln? Wir wechseln uns nochmal ab. Jetzt und ich kommen ordentlich ins Schwitzen, nur für euch da draußen. Genau. Jetzt kommt die andere Seite. Wir starten mal ein bisschen mittiger. Genau, stell dich genau mittig, damit man dich gut sieht. In 10 Sekunden geht's los. Kurz ein- und ausatmen. Der Muskelkater wird auf jeden Fall da sein. Das denke ich auch. Bin ich mir sicher. Und wir starten durch in 3, 2, 1. Auf geht's. Jawohl, schön nach vorne und wieder nach hinten. Sehr gut. Ja, achtet auch hier drauf wieder. Ja, ne? Zu klein. Der Fuß soll komplett auf dem Boden sein. Ja, Standbein, Standfuß. Jawohl. Wenn ihr den Fuß nach vorne setzt, auch ein beliebter Fehler, achtet darauf, ja, Fuß nach vorne setzen, dass der ganze Fuß vorne auf dem Boden ist. Und dann drückt ihr euch wieder ab. Ja, Oberkörper wieder schön aufrecht halten. Jawohl. Super. Beim Abdrücken ausatmen. Und hier haben wir auch wieder genau, auch nochmal ein Fehlerpunkt. Knie kann natürlich wieder nach innen fallen. Das haben wir bei allen Übungen. Achtet drauf, dass es leicht nach außen zeigt. 15 Sekunden habt ihr nochmal vor euch. Genau, jetzt nochmal ein bisschen mehr Power reinbringen, Alban. Jawohl, das Ganze geht natürlich auch nochmal schneller. Macht das Ganze auch nochmal anstrengender. Und 4, 3, 2, 1, absetzen. Jawohl. So, Nils, bulgarische Kniebeuge. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall Zusatzgewicht dazu. Ja, sicher. Komm, gib mir mal die Zehner hier. Ich bin motiviert, ich habe Energie. Eieiei. Dann machst du aber beide Durchgänge. Jawohl. Beide Durchgänge. Oh, gucken wir mal. So. Fuß nach vorne setzen. Oberkörper leicht nach vorne beugen. Dann setzen wir den Fuß hinten auf den Kasten drauf. Genau. Hier, Brust schön strecken. Und 3, 2, 1. Auf geht's. Jetzt musst du aber reden, Alban. Ja, Nils. Ich brauche die Luft. Nils, wir beugen hier wieder das Knie, ähnlich wie beim Ausfallschritt. Jetzt haben wir hier natürlich die Erhöhung mit dabei und das Zusatzgewicht. Ja, müssen da auch nochmal schön gegenarbeiten, dass der Oberkörper nicht nach vorne klappt. Ja, versucht hier nochmal in die aufrechte Position zu kommen und die Schulterblätter vor allem hinten zu lassen. Der vordere Fuß, ja, hier mit dem Stab nochmal gezeigt, feste in den Boden. Ja, Nils, es sieht sehr gut aus. Bin ich mal gespannt, der zweite Durchgang. Du ziehst auf jeden Fall beide Durchgänge durch. Ja, schön langsam und kontrolliert. Ja, man kommt auf jeden Fall hier in dem Workout ordentlich zum Schnaufen. Jo. Oder was meinst du? Ich kann nicht reden, Alban. Sehr gut, sehr gut. Ihr habt noch 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Jetzt schütteln die Beine kurz aus. Ich nehme dir auch gerne das Gewicht ab, ja, damit super. Du Pause machen kannst. Dann gehst du gleich auf die andere Seite. Stab legen wir mal zur Seite. Oberkörper wieder aufrecht. Oberkörper leicht nach vorne. Fuß absetzen. Genau. Ja, auch hier wieder drauf achten. Haben wir auch bei den anderen Übungen schon bereits erwähnt. Auch hier wieder das Knie. Das könnt ihr jetzt wunderbar von vorne sehen. Bewusst mal nach außen schieben. Und wir legen los. Jawohl.
Ja, das machst du gut, Nils. Schön tief runter. Jawohl. Sehr stark. Sehr einatmen. Ja. Und ausatmen. Boah, ausatmen mit Power. Sehr gut. Ja, die Gesäßmuskulatur wird auch nochmal hier beansprucht. Sieht man auf jeden Fall, dass du viel Beine und Gesäßmuskulatur trainierst, Nils. Und auch ein wichtiger Punkt, Bauchmuskulatur anspannen. Ja, nicht, dass wir hier irgendwie seitlich fallen. Ja. Wir wollen gerade bleiben. Ja, noch 25 Sekunden, Nils, dann hast du das Anstrengendste eigentlich geschafft. Ich finde die bulgarische Kniebeuge tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Und das kann man sich auch immer noch anstrengender machen, indem man entweder das Gewicht, so wie wir hier, vor die Brust nimmt. Oder man nimmt sich einfach Zusatzgewichte in die Hand, ja, wenn man noch mehr möchte. Weil irgendwann glaube ich, dass der Oberkörper dann doch nach vorne fallen kann. Und wir lösen. Wunderbar. Hui, geschafft. Anstrengendste haben wir geschafft, Nils. Sehr gute Ausführung. Und wir gehen als nächstes in den Stretch. Ja, ganz piano. Gut. Möchtest du den vormachen? Du hast mehr den Belastung vor. Als ich. Genau. So. Knie einmal absetzen, genau. Fuß nach vorne setzen. Ganz wichtiger Punkt, Po anspannen. Ja? Po anspannen und dann leicht die Hüfte nach vorne schieben. Könnt die Hände auch ruhig am Oberschenkel ablegen. Ja, worauf ihr noch achten solltet, das sehe ich auch ab und an mal in Trainings oder Leute, die sich dehnen und wollen den Hüftbeuger dehnen, haben das Knie aber, ja, hier positioniert und versuchen jetzt noch mal mit dem Knie nach vorne zu kommen. Geht ruhig einen Ticken weiter nach hinten, ja, dass wir hier im Hüftbeuger auf der rechten Seite beim Nils eine schöne Dehnung haben. Ja. Ganz, ganz wichtig, vor allem wenn wir viel sitzen, ja, viel im Auto sitzen oder am Büro, am Schreibtisch, Hüftbeuger mal aufdehnen, ja, und entlasten. Für diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich spüre da nicht so viel, ein kleiner Tipp von mir, setz den Fuß mal auf einen Kasten oder mal auf ein paar Bücher drauf, ja, dann wird die Dehnung auch noch mal verstärkt. Können die Variante auch gerne noch mal hier auf dem Kasten zeigen. Ja. Nächste Runde. Nächste Runde natürlich. 3, 2, 1. Und löst bitte vorsichtig aus der Dehnung raus. Und dann wechseln wir einmal rüber auf die andere Seite. So, jetzt. Genau. Ich gehe erstmal runter, genau, in den Vierfüßlerstand. Da kann man gut reinkommen. Fuß einmal auf den Kasten setzen. Jawohl. Die Hände zur Seite. Fuß nach vorne. Und Oberkörper wieder aufrichten. Jawohl. 5 Sekunden geht's los. Gesäß auch hier wieder angespannt. Ja, Nils, merkst du die Dehnung jetzt intensiver als im ersten Durchgang? Ja, ja? Jetzt spürst du richtig. Definitiv. Gut. Genau. Genau. Ja, man kann auch jetzt die Hand mal zur Hüfte setzen und dann leicht die Hüfte hier nach vorne drücken, dann wird die Dehnung auch noch mal stärker. Ja, wenn ihr jetzt eher mehr den Quadrizeps unten spürt, ja, dann seid ihr wahrscheinlich zu aufrecht. Beugt euch ruhig leicht nach vorne und schiebt die Hüfte nach vorne. Ja, und dann noch mal mit dem Daumen leicht nachdrücken. Ja, da merkt man auf jeden Fall, Dehnung ist eine Übung, die ich täglich eigentlich mit einbaue. Ja, genau. Ganz entspannt abends, ja, manchmal vorm Fernseher und tut wirklich sehr, sehr gut. Warum haben wir damit überhaupt alle Probleme? Jetzt, wenn wir unseren Alltag mal angucken, wir sitzen sehr viel, der Hüftbeuger ist eher immer zusammengezogen, deswegen sollten wir hier auch den Hüftbeuger immer aufdehnen, sonst, wenn es zu stark hier auf Spannung ist, ja, kippt die Hüfte. So, wir kommen zur nächsten Übung. Albern. Ja? Wie ja, sieht's aus? Das ist natürlich nicht meine Paradedisziplin, ja, aber überhaupt gar kein Problem. Ich brauche dich jetzt als Wand, um Stabilität zu haben. Greif mir einmal hier nach hinten und versuch jetzt, ja, in die Hüftstreckung zu kommen, das Gesäß anzuspannen und möglichst nah mit der Ferse ans Gesäß ranzukommen. Ja, genau. Könnt das Ganze ja auch nochmal variieren mit einem Handtuch als Hilfsmittel. Ist aber auch überhaupt gar kein Problem, wenn ihr erstmal auf geht's. So stark. Auch immer ganz wichtig, beiden Oberschenkel aneinander randrücken. Genau. Po anspannen. Oh, das Knie, ja, geht es noch ein bisschen näher ran. Ja, ja, die dicken Oberschenkel sind im Weg. Wahrscheinlich noch vom Fußballtraining. Ja, ne? Tatsächlich. Sehr gut. Jawohl. Po anspannen, damit die Hüfte so ein bisschen nach vorne rotiert. Klassiker ist immer der hier. Mhm. Ja, irgendwie hier beim, was hast du letztes Mal erzählt? Die Jogger. Die Jogger, du immer siehst. Ja, hier, den hier. Ja, funktioniert nicht so ganz oder nicht so gut. Genau.
Ihr müsst euch immer überlegen, welche Muskulatur wollt ihr gerade dehnen und dass ihr euch genau darauf konzentriert. Ja, weil es sind meistens immer nur so Kleinigkeiten, die schon viel ausmachen. Ja. Alban, 15 Sekunden hast du noch. Ich weiß nicht. Zwischendurch auch mal kurz lösen, ja. Auch überhaupt gar kein Problem. Ja. So, ja, dann jetzt aber wieder rein hier. Ja, komm, jetzt noch mal kurz rein, die letzten 5 Sekunden. Genau. 3, 2, 1 und einmal absetzen. Zeig noch mal die schöne Variante von dir. Okay. Bist ja da noch mal so ein bisschen flexibler als ich. Gucken wie man uns mit der Ferse ans Gesäß rankommt. Gucken wir uns das Ganze noch mal an. Alban, jetzt brauche ich dich noch mal. Jawohl. So, wir schnappen uns einmal den Fuß. Wunderbar. Genau. So, jetzt Oberschenkel ran, anbringen. Brust raus, Po anspannen, jawohl. Ey, merkt, wenn man es richtig macht, dann braucht man vielleicht auch mal eine Wand, wo man sich dran abstützt. Deswegen sucht euch ruhig ein Hilfsmittel, beziehungsweise eine Wand, irgendwas, wo ihr euch dran festhalten könnt. Oder vielleicht den Partner und könnt es sogar als Partnerübung machen. Ja? Ich stelle mich jetzt hier zum Nils ran. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant und wir gehen so in die Dehnung. Ja, kann man auch wunderbar machen und sich dabei nett unterhalten. Nils, keine Angst, weiß nicht. Noch 35 Sekunden. Ja, achtet vor allem beim Dehnen. Wir schwätzen natürlich jetzt auch sehr, sehr viel, aber achtet beim Dehnen auch nochmal auf eine ruhige und kontrollierte Atmung. Ja. Genau. Der Alban hat ja in der ersten Runde nochmal Handtuch angesprochen. Wie sieht das Ganze aus? Handtuch einmal um den Fuß rum. Ja, haltet das Handtuch fest und dann kann man den Fuß auch ranziehen. Jawohl. Jetzt muss ich sagen, du bist ordentlich ins Schwitzen gekommen. Ja, ja, große Muskelgruppen, ja, ist auch immer echt anstrengend. Ja, definitiv. Noch 3, 2, 1 und du darfst lösen. Komm zur letzten Übung heute. So. Die darfst du gerne mal, was suchst du, was brauchst du? Ich wollte so einen Yoga-Block nehmen. Ja, sonst ich hole den mal ganz schnell her. Zack, da haben wir den Yoga-Block. Das macht perfekt. Das Ganze noch mal ein bisschen einfacher. Genau. Ja, das ist eine gute Übung, wird auch im Yoga oft gemacht. Und zwar, wir gehen einmal in den Vierfüßlerstand. Auf der rechten Seite befindet sich der Yoga-Block. Wir strecken das linke Bein aus und setzen einmal das Kniegelenk auf den Yoga-Block drauf. Oder Kissen geht natürlich auch. Und dann drücken wir uns mit den Händen nach hinten und achtet wieder darauf, die Brust rauszustrecken. Wo wollen wir es jetzt spüren? Einmal Gesäß, rechte Seite. Ja, sieht super aus. Schaffst du es noch mit den Händen weiter nach vorne zu kommen? Oh, genau. Wenn ihr noch ein bisschen mehr könnt, leicht nach vorne wandern, bleibt aber in der Streckung drin. Ja, das heißt, nicht hier rund werden. Genau. Wir wollen die Brust rausstrecken. Ja, das sieht aber echt super aus jetzt. Auch wichtig nach so einem Beintraining. Ja. Gesäßmuskulatur ja sehr, sehr viel mit dabei. Deswegen unbedingt im Anschluss, aber vielleicht am Abend nochmal intensives Dehnen, um die Verspannung zu lösen. Ihr habt noch 10 Sekunden, dann wechseln wir einmal nochmal rüber zur anderen Seite und dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Und wir haben noch 3, 2, 1. Super, ich zeige direkt die andere Seite auch nochmal. Jawohl. Ich bleib mal genau so, dann sieht man das auch nochmal von der anderen Seite. Und zwar, das Kissen liegt wieder hier, die Hände setzen wir nach vorne, strecken das rechte Bein aus, ja, setzen das Kniegelenk auf den Yoga-Block, Fuß liegt einmal direkt vor einem und wir drücken hier wieder, ja, gleich richtig noch auf, Alban. Ja, du. So, erstmal in die Position reinkommen und Brust raus, Schultern nach hinten ziehen. Das ist die schlechtere Seite. Das ist die schlechtere Seite, ja. Das zieht sich überall durch. Ja. Links etwas unbeweglicher. Aber auch nur etwas. Deswegen immer gucken, dass ihr gleichmäßig dehnt. Ja. Beide Seiten mitnehmen. Nicht nur die Seite, wo es gut tut, beziehungsweise wo ihr merkt, oh, da komme ich super in die Dehnung rein, sondern auch bewusst auf die schwächere Seite, auf die nicht so bewegliche Seite gehen, um da halt auch einfach besser zu werden und uns der guten Seite vielleicht zu nähern, bis wir dann zwei gute Seiten haben. Die Dehnung kann man natürlich noch verstärken. Yoga-Block, Kissen wegpacken, dann ist das Ganze noch mal viel intensiver. Und ich konzentriere mich auch darauf, dass hier meine Hüfte zur Ferse wandert. Ja, die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen.
Wunderbar, Nils. Gut gepowert. Gut Gas gegeben, man sieht. Ja, ich habe auch geschwitzt, hatte jetzt zum Schluss ein bisschen längere Pause. Aber ja, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr mitgemacht habt. Und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet zu unserer Prime Session. Jawohl. Bis bald. Ciao, ciao.